Das ist heute das Giant Escape N8 Limited. Ja, und wir begrüßen uns heute, euch heute wieder, uns auch und euch auch aus der großen Radwelt hier in Markkleeberg. Und Volker, ja, das Rad sieht relativ klassisch, aber finde ich wohl geformt aus. Ja, das ist es auch. Das ist für uns ein ganz tolles Rad. Von dieser Art verkaufen wir relativ viele und das ganz besonders. Es ist pflegeleicht, ich habe eine Achtgangschaltung mit Freilauf, habe klassische Bremsen dran, es ist ungefedert, ich kann nicht viel kaputt gehen, ist zuverlässig, also ein ganz tolles Rad für unsere Region hier. Also Nabenschaltung, das sehe ich jetzt schon mal und der Rahmen ist so ein bisschen matt lackiert, ne? So grau und matt. Ne? Auch schön geformt, gefällt uns richtig gut. Absolut das Alltagsrad, alltagstauglich. Hier für unsere Region, ich kann in die Stadt fahren, ich kann Sport machen um die Seen. Stichwort in die Stadt fahren, das Einzige, was ich vermisse, ist das Licht. Ne? Das ist jetzt so serienmäßig noch nicht drin, das könnte man wahrscheinlich aber euch nachrüsten lassen, wenn man wollte. Das kann man auch selber machen, man kann es natürlich bei uns nachrüsten lassen, kann man auch selber machen, aber es ist ja Stecklicht erlaubt, darf ich dran bauen und damit ist das Rad dann schon fast, eigentlich dann schon StVZO zugelassen. Das heißt, das ist so ein ganz klassisches Rad für uns, wo man mal schnell eine Runde um den Cossi fahren kann. Und das ist auch schon das Stichwort. Wir haben ein paar Bilder mal zusammengestellt für euch, für uns, wo wir mal einfach den Cossi von oben ein bisschen zeigen an ein paar Stellen. Frage ich mal, Volker, was ist denn so für dich deine Fahrradrunde hier in der Region? Also ich fahre hier mittlerweile, da es mit dem Laufen ja nicht mehr so funktioniert, eigentlich täglich Rad und meine Hausrunde ist eigentlich schon Cossi mit Abweichung und immer wieder schön. Ja, man sieht auch die Bilder von oben vom Hafen und ich kann auch mal ganz ehrlich sagen, also mein Geheimtipp ist ja die Bäckerei unten am Pier 1, weil da kann man richtig schön sonntags mal richtig schön Kuchen essen und auch die anderen Werktage. Hast du noch einen Geheimtipp? Nee, also gerade was die Gastronomie betrifft am Kosputner See, dort ist ja relativ voll. Wenn es Radlers Einkehr Richtung Elsterradweg drüben, dort ist ja rustikal und nett. Aber ansonsten bin ich auch normalerweise mit dem Fahrrad zu Zeiten unterwegs, wo die Gastronomie noch nicht geöffnet hat. Jetzt ist ja der Kosputner See schon ein bisschen, wie soll man sagen, schon voll manchmal am Wochenende, gerade auch der Radweg relativ voll. Hast du noch einen Geheimtipp, wo man vielleicht jetzt nicht so zuerst hinkommen würde hier in Leipzig, wo man langfahren kann? Na, was wir jetzt entdeckt haben in letzter Zeit sind die beiden, also Pleiseradweg ist noch nicht so überlaufen und Pleiseradweg komme ich dann über Rötha wieder Richtung Heinersee, Kahnsdorfer See, habe dort eine gute Anbindung, dann könnte ich weiterfahren, Borna, Froburg, Kornerland, Altenburger Land, also Möglichkeiten ohne Ende. Und was auch spannend ist, ist der Elsterradweg. Ist wieder ein völlig anderer Charakter von der Landschaft, von den Wegen her. Und Elsterradweg sind auch noch nicht so viele Leute unterwegs. Da werden wir vielleicht beim nächsten Mal ein Video machen, wo wir euch das mal zeigen. Und jetzt verabschieden wir uns einfach mal mit Bildern vom Kosputner See und wir sagen viele Grüße aus der großen Radwelt. Und ihr findet den Volker hier auf dem Markkaufgelände in Markkleeberg und B2 Abfahrt, wenn ihr aus Richtung Leipzig oder aus Richtung Bonner kommt, B2 Abfahrt Markkleeberg, dann einfach Richtung Markkauf, genau. Und für alle, die von weiter weg kommen, wir sitzen hier mitten im Neuseenland und ihr habt hier die wundervollsten Möglichkeiten, das Neuseenland und Leipzig natürlich mit dem Fahrrad zu erkunden. Also wer einfach mal Urlaub machen möchte mit dem Neuseen im Neuseenland und gleichzeitig sich ein neues Fahrrad zulegen möchte, der ist genau hier richtig aufgehoben bei dir. Genau. Richtig. Ja, also wir sagen mal viele Grüße aus Leipzig, Markkleeberg und wünschen euch eine schöne Urlaubszeit.